Essen, essen, habe ich Essen hier. Ich habe noch 5 Apfel und 3 Brot. Und ich kann noch ein, nein, ja doch. Mushroom Stew machen. Kann ich damit noch Brot machen? 2 Weizen, reicht das? Mal schauen. Also Mushroom, dann dieser Pilz, jawohl, funktioniert. Und dann Weizen. Wie war das mit dem Brot? Nein, ich glaube, ich brauche dazu 3 oder so. Naja, dann lassen wir das. Ich habe ja genug jetzt. Pilze wieder weg. Das weg. So, dann brauche ich einfach extrem. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Mikrofon gestoßen. Dann brauche ich einfach extrem viel Inventarplatz. Ja, muss ich halt schauen. Es wird, ja, wird schon gehen irgendwie. Ja? 5 Inventarplatz nur für Essen. Nein. Ja, naja, die Rüstung ist noch gut. Ja, die ist noch gut. Moment. Hallo. Ja, ich habe da ein bisschen, das Einzige, was ich gemacht habe, ist probiert, ich habe da probiert, einen Skin zu basteln, ein bisschen. Ja, ist noch nicht, ist vor allem nicht sehr detailliert und noch nicht fertig. Also ja, vor allem, ja, ich habe mich da in einen Anzug gesteckt, wobei, das nehme ich noch weg, das ändere ich noch. Ja, der Kopf, der passt so, passt so von der Frisur her auch, ja. Sieht man ja am Foto auf meinem YouTube-Kanal, so. Ich habe ja nicht mehr so viele Haare, das ist irgendwie frustrierend, 29 und schon halt eine halbe Glatze, aber das liegt halt in der Familie bei mir. Das hat, haben viele von uns, meine Brüder, mein Vater, die haben alle eine recht früh die Haare schon verloren, zumindest im vorderen Bereich. Ja, ist halt wie es ist. So, was quatsche ich hier eigentlich? Ich wollte, ich habe eigentlich alles, aber ich, wie ist das mit der Helligkeit? Ja, ist noch ausreichend. So, dann, ja, dann können wir uns aufmachen, oder? Oder? Wollte ich noch eine Werkbank mitnehmen? Noch mehr? Ich mache noch mehr Spitzhacken. Moment. Bevor wir loslegen, mache ich doch mit diesen 6 Steinen, die wir da noch haben, schnell Spitzhacken. Jawohl, 1, 2, 3. Nein. Ja, doch. Doch, ja. So. Und nein. Ah. Mensch, ich bin wieder unfähig hier. So, aber naja, geht. Es geht. So. Also, jetzt gehen wir in die Höhle des Löwen. Ja, war wohl eher des Creepers hier, oder? Und wir hatten doch da unten noch einen weiteren Eingang gesehen. Ich will mal den ausprobieren. Weil die andere Höhle da drüben, die ist mir irgendwie zu unübersichtlich. Mal schauen, ob es hier was Gescheiteres gibt. Also da waren wir ja schon drin, oder? Ach du meine Fresse, ja, den nehme ich jetzt mit. Komm! Der sieht mich nicht, oder wie haben wir's? Da ist er. Ah! Ja, komm her! Ah, verdammter Feigling! Na komm schon her, du feige Sau, ich will dich morden! Na, das war's wohl, der ist. Der ist ins Ende zurückgesprungen. So, das war hier nur sein blöder Durchgang. Den wollen wir nicht. War hier nicht noch? Oder habe ich mir das eingebildet? Hier war doch irgendwo noch sein blöder Eingang. Wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir wieder in die andere Höhle drüben. Ja, komm! Hallo! Du dummes Scheißviech! Jawohl! Und keine Enderperle-Schabe. Ja, dann gehen wir. Wo gehen wir? Wo war das? Scheiße, wo war jetzt der andere Eingang? Wo waren wir da drin? Nein, da war sicher nicht. Wo waren wir da? Wir hatten doch hier drüben so eine Höhle gefunden. Hier irgendwo. Hä? Ja, und jetzt wird es natürlich wieder Nacht. Meine Güte. War das da oben? Das war doch nicht da oben. Ja, dann gehe ich halt nochmal schnell pennen, bevor wir hier loslegen. Bisschen Zeit verschwenden, wir haben ja genug. Ah, das sieht schön aus von außen. So, dann halt nochmal ab in die Federn. Ja, dann sind wir halt dann auch besser ausgeruht, ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, und
Ja, schon wieder morgen. Ja, das ist auch recht lebensnah hier. Das geht ja im richtigen Leben aus. Da legt man sich hin und freut sich auf Schlafen. Und kaum hat man die Augen zu, macht man schon wieder auf. Sind 8 Stunden um, es ist morgen. Ja, und dann ist man ein bisschen enttäuscht. Das kennt man ja. Wie bin ich denn da hochgekommen, um Himmels Willen? Ah, Moment. Ich kann mich ja da reingraben. Vielleicht können wir dann auch gleich die Höhle hier anschließen irgendwie. Warum eigentlich nicht? Wo geht's dann hier noch hin? Wo geht's denn hier noch? Hier noch auch Höhle, aber hier geht's nach oben. Nach oben will ich nicht. Kies. Ja, hier geht's definitiv nur nach oben. Moment. Nur nach oben. Hey, aber wie hoch geht das hier noch? Ja, also hier hätte es noch Kohle, aber das werden wir unten auch noch genug finden. Und da ist dann irgendwann mal. Das glaube ich nicht. Hier oben ist ein Dungeon. So hoch gibt's das. Nein. Verdammt. Ich dachte, die gibt's nur unterirdisch, was läuft. Also wir sind doch jetzt ziemlich hoch oben und hier ist ein Dungeon. Das ist neu, das hatte ich jetzt noch nie. Ich hatte die bisher immer nur unterirdisch. Also ja, interessant. Ja, was finden wir hier? Kakaobohnen, ja, Faden, Eimer schon wieder. Schwarzpulver, Sattler, können wir ein Schwein reiten? Ja, und da wir genug Platz haben und das gleich noch heimtun können, nehmen wir ein bisschen Truhen auch noch mit, noch ein Brot, ein bisschen Redstone, noch ein Sattel, kann man nicht snacken, und noch mehr Faden. Ja, also. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir das Zeug doch mit, das lassen wir hier so und gehen nochmal zurück, bevor wir, aber dann nehme ich die Kohle auch noch mit hier. Wenn wir jetzt schon hier sind und nochmal zur Hütte zurück müssen, nehme ich die Kohle doch mit hier. Warum eigentlich nicht? Kann man ja nie genug haben davon. Und dann wieder so eine Riesenader, das ist einfach unglaublich. Ja, also ich freue mich ja, dass es so viele Ressourcen hat mittlerweile, aber ja, ein bisschen, es ist fast schon ein bisschen zu viel. Irgendwie muss man gar nicht mehr so viel suchen und erforschen, bis man alles zusammen hat wie früher. Also ja, früher, also ganz am Anfang, als ich gespielt habe, war es extrem mühsam und jetzt ist es fast schon zu einfach. Also ja, da wäre ein Mittelweg vielleicht nicht schlecht. So, oh, wollte ich das? Nein, wollte ich nicht. Ja, also wie gesagt, also ja. Wäre doch wieder bei den Weltoptionen kann man jetzt mittlerweile auch Sachen einstellen. Also bis jetzt nur super flach und normal. Aber vielleicht kommt dann da später noch irgendwas, dass man auch auswählen kann, wie viele Ressourcen es in der Karte hat. Dass man dann selber bestimmen kann, wie schwierig es ist, Sachen zu finden. Wäre doch noch eine Möglichkeit. Da kann dann jeder selbst bestimmen, ob er es einfach haben will oder ob er es lieber etwas schwerer haben will. Ja, Moment, was? Ah, ich habe ja noch Truhen dabei, die kann ich hier rein. Und dann, was ist das hier? Das ist Essen, da muss ich mal Kakaobohnen, also Moll, mal, doch, doch heißt das, doch. Und Eimer, ja, wir werden uns nie Eimer machen müssen, wir haben genug davon, das ist wunderbar. Redstone, Rosenrot, Redstone hier. Dann Schwarzpulver, dann Sattel. Hatte ich das bei den Werkzeugen? Moment, Werkzeuge sind hier. Ja, Sattel kann ich bei den Werkzeugen reinlegen. Dann Rohmaterial nochmal. Faden haben wir. Das gibt auch noch Wolle, wenn es sein muss. Oder eben noch mehr Bögen. Dann ein Pflasterstein. Lass ich den. Ja, den lasse ich doch. Den nehme ich mit. Und die Erde, da behalte ich auch gleich. Da kann man sich irgendwo hinbauen, wenn es sein muss. Dann habe ich noch, ja, genau. Habe ich noch einen? Nein, habe ich nicht. Also eine Werkbank habe ich gesucht, aber nein, habe ich ja keine auf Reserve. So, Moment. Und ich mache noch schnell den hier. So. Auch das zweite Schwert dann brauchen, wenn wir dann durch sind mit. Also wenn das dann auch halt auf die Hälfte runter ist, können wir die beiden reparieren. So vermindern wir das Risiko, dass mitten im Kampf das Schwert plötzlich durch ist, wenn man da nicht wartet, bis es im roten Bereich ist.
So, ja, und dann sind wir ja hier runter und dann hat es hier angefangen mit dieser elenden, ja. Wo will ich lang? Also eigentlich will ich gar nicht, aber ich gehe mal hier. Das war ja eine Sackgasse hier, oder? Jawohl, das war die Sackgasse. Und dann kann man sonst eigentlich hier runter, oder? Ja, genau. Wo bin ich jetzt? Da bin ich runter und dann machen wir doch hier gleich mal das. So, da geht's rauf, oder? So, hier. Da geht's rauf und raus. Jetzt dann hier runter. Oh, da kommt schon der erste Zombie angescheißert. Unglaublich. Ja, dann gehen wir den doch mal begrüßen, oder? Da hinten ist Lava. Wo war der jetzt? Wo war der jetzt? Ah, verdammt! Irgendwo ist ein Skelett. Ja, da ist der Zombie. Ja, krepiert doch! Wo ist dein Kollege, das Skelett? Das dumme, verdammte Elende. Will ich da nach hinten? Moment. Wie war jetzt das? Also da geht's rauf. Und dann könnte ich eigentlich hier noch so einen machen. So. Ja, wobei, ein bisschen weiter hinten vielleicht, dass ich den auch sehe. Ah, jetzt bin ich erschrocken. Meine Güte, das ist. Warum? Hä? Aha, das geht gar nicht bis ganz nach vorne. Jetzt fragte ich mich schon, warum ich da den Anzugärmel da noch sehe, obwohl ich die Rüstung anhabe, aber die geht ja gar nicht bis ganz nach vorne. So, Skelett, ja, das Skelett lassen wir mal Skelett sein. Oder? Wo warst du da unten? Den Scheiß nehme ich mal weg, der irritiert. Können wir sonst so machen? So. Und dann hier mal ausleuchten. Ja, da oben wird wahrscheinlich auch nächstens was runterfallen. Ah, verdammt! Ja, jetzt fängt das schon mit diesen Creepern wieder an. Hau ab! Und gleich zwei Schwarzpulver. So. Also ich höre hier rundherum überall Schritte, Röcheln, Geklapper von Skeletten. Was ist auch hier los? Die reinste Versammlung hier, das ist unglaublich. Ich will da nach hinten. Und möglichst nicht in die Lava fallen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, das ist da unglaublich. Wo sind die überall? Was ist da? Irgendwo krepiert ein Skelett. Irgendwo. Ja, verdammte blöde Scheiß. Ja, genau. Spring in die Lava. Ja, verdammt. Ah. So, Moment. Da hat es rote Pilze. Die muss ich mitnehmen. Moment, die sind ja eher selten, oder? Und ich brauche die für Mushroom Stew. Also, Mushroom Stew. Pilzeintopf. So, jetzt hier ist, glaube ich, einigermaßen sicher, nachdem die beiden Skelette weg sind. Aber ja, da oben kann natürlich noch Zeug runterspringen. Das ist unglaublich. Moment. Da hat's Eisen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir gehen hier im Kreis und sind dann wieder zurück, wo wir angefangen haben. Ja, da hat's auch noch Lava, schön. Das kommt mir doch alles irgendwie vertraut vor hier. Moment. Moment. Ja, genau da oben ist der Aufstieg. Da könnte man eigentlich hier noch so einen Wegweiser hinbasteln, wenn ich denn genug Erde hätte. Moment. So, brauche ich zwei. Ja. Ja. Ja, genau da irgendwie da hoch. Dann mache ich den hier. Und so, das ist auch wieder ein Anhaltspunkt, damit wir uns nicht verlaufen. Da unten waren wir ja, glaube ich, schon. Schauen wir mal, was wir hier so finden noch. Außer Creepern und Skeletten und Zombies und was weiß ich. Hier so und da so. Und ja, hier auch noch so und ja, da so.